Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Train Station Renovation hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier auf dem Bahnhof. Wo steht denn hier der Name? Weiß ich gar nicht mehr. Turz hier. Ich spreche es falsch aus. Ist egal, ich versuche es trotzdem immer. Ist halt polnisch. Aber hier steht zumindest das Bahnsteig und Gleis. Also wir haben ja Bahnsteig 1 mit Gleis 1 und Gleis 1. Ernsthaft? Ach. Guck mal, da ist es Gleis 2, hier ist es Gleis 1. Kann ich das auch reparieren? Egal. Gut, siehst du wohl, da fallen dann wieder Sachen auf. Aber man muss dazu sagen, also auch jetzt hier zu diesem, dass der Zug vielleicht eventuell so ein bisschen neben dem Gleis steht, neben der Spur steht, das Ganze ist hier noch im Early Access. Ne? Also nicht, dass wir jetzt hier irgendwo ein fertiges Spiel haben. Sondern da wird fleißig dran entwickelt und ich denke einfach mal, dass dann noch einiges kommen wird und natürlich dann solche Kleinigkeiten behoben sind. Ich meine, wir sind ja von dieser Firma doch schon ein bisschen was gewohnt. Da muss ich jetzt mal ganz kurz erzählen. Da hatten wir ja durchaus mit dem Gucken Simulator letztes Jahr im Dezember, beziehungsweise nee, vorletztes Jahr im Dezember, sehr viel Spaß, als ich dort die Beta angetestet habe, so wie es auch hier ist. Das war schon richtig cremig, muss ich ehrlich sagen. Also das tat zum Teil richtig weh. Gut, aber wie es so sei oder sein soll, wir werden jetzt hier. Warum muss ich doch hier schleifen, ne? Genau. So, wir können jetzt hier noch ein paar Schienen schleifen und ähnliches, damit wir das hier wieder richtig in Gang kriegen. Ich kümmere mich heute jetzt vorwiegend erstmal ein bisschen um dieses Gleis. Damit das ein bisschen schön wird wieder. Damit wir auch ein bisschen weiterkommen. Die Hauptaufgaben sind ja erfüllt. Wir haben den Atommüll so gut es geht entsorgt. Wie gesagt, also hier wird es etliche Schienen geben, die unsere, sagen wir mal, Aufmerksamkeit brauchen. Da haben wir die nächste. Wir könnten ja auch mal scannen. Dann sehen wir das auch, ne? Schleifen haben wir hier noch ein paar Stück. So, Schienen. 1 von 2. So, und größer Müll, naja gut, der liegt da halt rum, ne? Den müssen wir auch noch wegmachen. So, jetzt glüht die Schiene sogar. So, da schleifen wir hier. Ha. Ist das Maria und Josephine. Wie gesagt, also da gibt es jetzt hier noch ein bisschen was. So, machen wir erst den Bahnsteig fertig. Ansonsten, nee, großartig habe ich jetzt nichts, wo ich jetzt erstmal drauf eingehen wollte oder müsste. Interessant ist aber wirklich, dass die Textur sich ändert, wenn ich drauf gucke. Ne? Also das neue Laden hat mir jetzt schon so ein bisschen durcheinander gebracht. Da sieht die Schiene eigentlich schon mal ganz gut aus. Und dann, wenn man das Schleifen ansetzt, dann wird es ein bisschen. Na gut, aber wie gesagt, alles Early Access, alles cool, alles gut. Das darf das Spiel haben. Es zeigt es uns ja. Upsala, wir müssen zurück zum Bahnhof gehen. Was ist da eigentlich, wenn ich dann nicht zurückgehe? Sterbe ich dann? Keine Ahnung. Komme ich dann auch in so eine Tonne rein? Muss ich mich dann selbst entsorgen beim nächsten Mal? Ich hoffe nicht. Also so ein Kritos-Buddler möchte ich jetzt nicht werden. Gibt's eigentlich, also Graveyard Keeper ist ja ein Spiel, wo ich jetzt eigentlich davon ausgegangen bin, Mansion Skins, das ist hier, ne, da musst du Löcher ausheben. Aber ist ja nicht ganz so. Also ich glaube es schon, also du schon, aber so Friedhofswärter oder so, das ist schon glaube ich auch ein Job, den möchte man nicht unbedingt mal. Wieso glühen denn die immer noch hier? Bin ich echt so doll geschliffen? Nun gut. So, dann werden wir jetzt uns hier drum kümmern und werden hier erstmal alles entfernen, was hier nicht mehr hingehört. Und alles zerstören, was wir zerstören können. Obwohl die Bänke sagen eigentlich noch relativ heile aus, ne? Ja, er kommt alles weg. So, uff, wieder ein Sack hingefallen. So, dann muss ich mir natürlich hier den Container noch hinstellen. Container kaufen, sortiert. 1600 kostet der einmal im Einkauf und dann, naja gut. So, nehmen wir mal hier mal die Hände. So, das war gelber Müll. 120. Ja, 1600 da zusammenkriegen ist natürlich schon gar nicht so einfach. So, was haben wir hier Schönes? Das ist blauer Müll, das ist auch nochmal gelber Müll hier. So, Belohnung freigeschaltet. Wir haben jetzt schon mal den nächsten Bahnhof. Und da sah es ja schon mal sehr schön aus mit dem Häuschen. Und die nächste Belohnung wären 4000 $. Das ist natürlich schon einen ganz großen Pappenstil.
Also den, da kann man schon mal nutzen. $4000. Da kann man schon ein bisschen was machen. Und los hier mit dem Reifen. Will er da nicht rein? Warte mal, dreh die mal. Nochmal so, so, warte. So, so, so. Nee, okay. Das ist zu groß. Okay. Dann legen wir ihn hier hin. Das ist mir denn zu aufwendig. Dann machen wir jetzt hier Axt raus. Nee, Axt frei. Draufhauen. So, kommt aber mit dem Müllsack. So, gut. Dann nehmen wir hier die Brecheisen nochmal. Das nochmal weg hier. Mal aufheben. Zack, puff. Da hat es den nächsten Müllsack hingestellt. Ist hauptsächlich schwarze Müllsäcke hier, ne? Na gut. So, den haben wir ja schon fertig dann im Raum. Dann gucken wir jetzt mal hier rein noch. Haben wir hier Schönes? Papiermüll. So, dann gucken wir mal hier rein. Und dann haben wir hier natürlich auch jede Menge Zeugs. Aufheben. Demontieren. Wir zerstören eher, als dass wir irgendwas Sinnvolles tun. Ja, blanke Zerstörungswahn. Naja, gut. Manchmal hat man so einen Tag, ne, wo der blanke Zerstörungswahn durchkommt. Da haben wir einen gelben Sack. Was ist das denn hier? Footwork, keine Ahnung. Essverpackung halt. So, oh, da. So, was haben wir hier eigentlich noch? Die Tür kann ich nicht. Okay, die ist aber hässlich, die Tür. Licht geht, okay. Damit habe ich noch nicht gerechnet. So. Gut. Okay. Dann geht das hier weiter. Rein ins Klo. Hier müssen wir ein bisschen aufräumen. So. Müllcontainer haben wir da noch, aber der ist ja auch nicht mehr so original. Ne? Dann gehen wir hier ins Klo. Was ist das für ein Klo eigentlich? Das ist ja ein Klo. Das ist Dammklo. Dammklo, Tatsache. Naja. So, sehr schön. Mann, Mann, Mann. So, tief liegende Müllsäcke. So, gut, dann hat man das. Das können wir noch aufheben. Das können wir auch noch demolieren. Hier können wir mal gucken. Hä? Wo schaltet der Licht an? Schaltet das Licht an, hä? Hm, nee. Hm. Ah, der schaltet hier die Reihe an und der schaltet da hinten die Reihe an. Ah, okay, gut. Okay, haben wir das auch geklärt? Wissen wir, wozu die Lichtschalter da sind? Der große Aha-Moment ist gekommen. So, jetzt brauchen wir noch einen Besen. Besen, Besen seid's gewesen. Besen solltet ihr auch wieder sein. Das war der Zauberlehrling, glaube ich. Nicht, dass ich hier gleich wieder durchfalle, bei mir auch, aber ich hoffe mal, dass das richtig war. Spinnenbeben wegmachen hier. Und dann haben wir die 62. Jetzt gibt's 4000 extra aufs Konto. Sehr schön. Also wir sind erstmal finanziell sind wir eigentlich schon ganz gut unterwegs, würde ich sagen. Da haben wir schon mal ganz gut vorgearbeitet. So, haben wir einen grünen. Kommende Belohnung ist ein Tankwagen. Keine Ahnung, wozu der gut ist, aber wir kriegen ihn als Belohnung. So, jetzt haben wir hier einen grünen Sack. So. Rennen in die Tonne. Er bringt schon mal 250. Wo hier war kein Sack mehr drin, sondern nur so eine Tonne. Die müssen wir dann aber zerstören. Was haben wir hier? Meine Kiste. Alles kaputt einfach. So, hier haben wir nochmal einen grünen Sack. Komm mal mit. Ah, Klipper, Klipper, Klö. Die kaputten Klos, die machen aber auch Geräusche. Wieder fast falsch gelaufen. So, hier rein und reingeworfen. Zack, den nächsten 250 verdient. Sehr gut. So, nehmen wir hier den gelben Sack. Den wird gepullert. So. Der kommt dann da zur Ruhe irgendwann. So. Wenn wir noch einen gelben Sack hier habt, oder? Warte mal.
Nee, das ist ein blauer Sack gewesen. So, aber kommen wir mal zu was völlig anderem. Reden wir mal nicht über dieses Spiel und was ich hier gerade so für dumm Zeug tue, sondern ich habe mir jetzt, sagen wir mal, ein bisschen angeguckt. Ich wollte mir ein Fahrrad kaufen. So, fangen wir erstmal damit an. Fangen wir damit der unsinnigen Idee an, sich ein Fahrrad kaufen zu wollen. Ich weiß nicht, ob die unsinnig ist, aber es ist eine Idee. So, die ich gerade verfolge. So. So. Und, ja. Da bin ich, sagen wir mal, irgendwie drauf gekommen, dass ich ganz gerne eine bestimmte Art von Fahrrad hätte. Und zwar hätte ich gerne einen Beachcruiser. So, ich wohne nun nicht unbedingt an der Küste. Wohne relativ zentral in Deutschland. Harz. So. Gut. Und da ist es natürlich vielleicht für einen Beachcruiser nicht ganz so optimal. Zumindest sagen das meine Arbeitskollegen, die sagen hier, Mensch, Beach hast du hier nicht viel. Geh doch mal lieber, entschuldige, dass ich gerade, ich musste gerade die Katze vom Monitor wegschieben. Das wird dir hier nicht gefallen. So, jetzt gibt es diese ganzen Dinger natürlich auch noch mit Gangschaltung. Wo ich dann dachte so, Mensch, das ist doch nicht weiter schlimm, wenn da so eine Gangschaltung dran ist, da kriege ich doch was hin. Zack, zack, ne? 8-Gang-Namenschaltung, sollte doch kein Problem sein für mich. Aber ich bin nur trotzdem verunsichert. Ob der ganzen... Was ist das denn eigentlich? Gelbermüll? Was ist das? Olle Wäsche? Oder ist das ein Wäschecontainer? Hm. Na gut. Nehmen wir die Axt. Geht nicht zu zerstören mit der Axt? Ja, das ist ein Ding. Haben wir auch nicht. Kann ich nur so aufheben. Okay, dann muss ich den entsorgen. Gelbermüll. Oh, dann ist der gelbe Müll ja voll. Ungünstig. Na gut. So. Also wie gesagt, ich bin da jetzt ein bisschen unschlüssig, ob ich mir da einen Beachcruiser kaufen sollte oder nicht. Ob das jetzt wirklich so unsinnig ist, die Idee. Oder so dumm. Dass ich das nicht machen sollte. Generell sollte ich mir einfach nicht reinreden lassen bei solchen Entscheidungen von meinen Kollegen. Das ist schon klar. Das sehe ich auch so. Warum treibe ich das eigentlich nach hier jetzt, wenn ich das sowieso zerkacken will? Sowas. So. Und... Ja, also eigentlich, man sollte sich da nicht reinreden lassen. Das hat man, das ist eigentlich richtig. Man soll es einfach mal machen. Nur die Frage ist, das Ding kostet natürlich auch einen Haufen Geld. Ne? Wenn ich jetzt in der Meinung bin, dafür so einen Beachcruiser so viel Geld auszugeben und ich dann nachher ja doch nicht mit klarkomme hier, das wäre natürlich sehr, 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 sehr schade. Die guten ollen Kippen hier. Auch noch eine Zeitung. Wenn ich auf, wie rum ihr habt. Los. So, ja. Jedenfalls bin ich da am Suchen und am Gucken und am Machen. Und ja, weiß jetzt nicht, ob ihr da vielleicht eventuell... Vielleicht habt ihr ein Rad so, also die Art und Weise Fahrrad, so Beachcruiser. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr das schon mal gesehen habt oder benutzt habt. Ist natürlich, ja, ist schon speziell, ne? Also ist nicht, was jedermann so unbedingt, ja, überall hat, ne? Jetzt kriege ich garantiert noch mehr da rein. So bescheuert, wie ich das da reingedrückt habe. Was ist denn? Stein. Ist hier noch irgendwas drin, was hier nicht reingehört? Nein. Gut, hier ist dann noch was hier nicht reingehört. Ja, also das sind so momentan die Überlegungen, mit denen ich mich ein bisschen rumärgern und rumquäle. Also rumärgern, ja, rumärgern ist auch falsch gesagt. Aber wo ich jetzt gerade so versuche, eine Entscheidung zu finden. Und, ja. Ich bin mir halt unsicher. Also ich, sag mal so, ich fahre ja, oder ich bin jetzt diese Woche, aus Gründen der, jetzt nicht, weil ich irgendwie Sprit sparen will oder irgendwas, also gut, ja, es ist ein interessanter Nebeneffekt dabei, aber ich bin sehr viel zu Fuß gegangen, ne? Ich bin jetzt diese ganze Woche quasi über, in der Woche, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, bin ich zu Fuß gegangen, Montag und Freitag ist Einkauftag. Also da brauche ich ein Auto, weil dann fahre ich einkaufen, dann muss ich ein paar schwerere Gegenstände transportieren, weil, naja, wenn man wenn man halt eben einen hohen Energiebedarf hat, dann muss man halt auch viel einkaufen. Vielleicht habe ich nicht so einen hohen Energiebedarf, aber ich esse halt gerne. Naja, ist auch egal. Und wie gesagt,
da ist denn dann, deswegen mache ich das halt eben ungern mit dem Fahrrad oder. Ja, ein Fahrrad besitze ich ja nur noch nicht. Da bin ich ja nur am Überlegen, ob ich mir eins kaufe. Ist auch so eine Sache, ne? Kann ich denn damit auch sinnvoll einkaufen fahren, ne? Das weiß ich nämlich auch noch nicht so unbedingt. Das geht auch nicht kaputt zu schlagen. Ja, naja, gut. Also solche Sachen, die treiben mich gerade um und ich weiß nicht, ob das gut ist, dass mich das so umtreibt oder ob das eher schlecht ist oder ob ich da vielleicht eine Meinung zu haben sollte, könnte oder müsste. Hab ich das alles hier hinten rum, ne? An dem mache ich kaputt. Den zeraxte ich und den anderen versuche ich dann noch reinzuboxieren, das kleine noch. So. Nee. Wieder nicht. Moment. Mal ein bisschen anpassender. Oh, jetzt ist er drin mit. So, jetzt muss ich das hier. Mal, lohnt sich das nochmal? Ja, das lohnt sich eigentlich, ne? Dann mehr als 200, was ich hier rauskriege. 120, 120, 120, 120. Ja, das lohnt sich. Löschen. So. Einmal rein. Eine Mülltonne rein hier. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich eine Mülltonne kaufe und die da reinschmeiße? Bringt die mir denn, wenn ich die eine für 50 kaufe, bringt die mir dann trotzdem 120? Das wäre ja interessant. So. Ja, passt. So, gut. Okay. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. So, hier immer noch so ein Schild. Ja, das hätte ich jetzt vorher dann noch reinpappen müssen. Na gut. Kommt's dahin, dann kriegt's also mit der Axt. Bei meinem Glück kommt jetzt. Ach, das kann ich nicht mal axten. Oh. Ernsthaft? Kann ich das da irgendwie noch. Irgendwie noch mit reinstecken? Bei blanker Gewalt. Ah. Geht nicht. Na gut, dann fliegt sie in den anderen Container. Ist mir jetzt auch gleich. So. Rein da. So. Gut. Dann haben wir das hier sauber gemacht. Dann haben wir jetzt hier drinnen noch was. Ja, da drinnen liegen noch ein paar Papiere rum. Eine Kiste liegt hier noch rum. Ah, Fenster ist natürlich zu. Kann ich nicht mehr rausschmeißen. Und da steht noch ein Schrank rum, den ich kaputt machen muss. So, dann haben wir zumindest den ganzen Müll weggeräumt. 74% haben wir schon geschafft. Das ist schon mal sehr gut. Achso, das muss ich hier mit demolieren, oder? So, demoliert. So, dann haben wir hier noch einen Heizkörper. Den können wir auch raustragen. Aua. So. Den kriege ich ja dann auch nicht mehr in den Schrott rein. Und dafür jetzt. Ja gut, jetzt hätte es sich schon wieder fast gelohnt. Ne? Das sind schon mal 3 Artikel gewesen. Ich hätte da in das Gemischte reinschmeißen können. Naja, gut, okay, ja. Das wären schon wieder 330 gewesen. Ja, ein bisschen sorglos gehe ich mit meinem Geld um. Aber gut, ich habe ja auch genug hier. Das muss man dazu sagen. Gut. So. Jetzt sollte eigentlich hier kein Müll mehr irgendwo rumliegen. Hoffe ich zumindest. Oder zumindest nicht in nennenswerten Dosen. Ne, sieht ganz gut aus, ne? Den Müll, den haben wir jetzt hier beseitigt. Das heißt, wir könnten theoretisch die Container quasi auch schon mal loswerden. Oder ist hier so ein bisschen Papier? Ah ja, guck an, da kommt schon noch ein Sack wieder zustande. Gut, 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 gut. Dann haben wir das ja auch noch gefunden. Na, dann nehmen wir den Sack noch mit. Ist hier hinten noch irgendwas? Nee. Gut. Okay. So, dann haben wir zumindest das soweit geschafft. Die Entsorgung von allen Müllsachen und Müllgeschichten. Das ist mir sozusagen schon sehr viel wert. Ist hier noch irgendwas drin in dem Raum? Nee. Gut. Dann können wir uns das nächste Mal darum kümmern, dass wir die Badezimmereinrichtungen hinkaufen, dass wir hier draußen die Möbel oder beziehungsweise die Dinge aufstellen, die sie hier draußen haben wollen. Auf dem Bahnsteig. Ich weiß nicht, wie kann ich nach hier? Achso, geht zurück zum Bahnhof. Und dann können wir hoffentlich diesen Bahnhof dann demnächst auch abhaken und als komplett renoviert sozusagen wieder freigeben. Gut,
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und falls ihr eine Idee habt zu dieser Fahrradgeschichte, also wenn ihr da irgendein schönes Fahrrad kennt oder so, dann könnt ihr ja ganz gerne auch mal ganz kurz sagen, so, hey, der Typ Fahrrad sieht so ähnlich aus oder so. Also ein Shopper muss es jetzt nicht sein. Ne? Es gibt auch richtige Bikes, also Fahrräder, die aussehen wie so eine Shopper. So schlimm ist es nicht. Obwohl ich es auch cool finde, aber nee, so schlimm ist es nicht. Also so ein Beachcruiser, das wäre schon was. Das geht ja so in die Richtung, ne? Dass man ein bisschen weiter hinten sitzt, ein bisschen tiefer sitzt und so. Und dann da halt so ganz gemütlich halt vor sich hinfährt. Ich möchte auch keine Wettrennen damit fahren. Bin ich aus dem Alter, bin ich raus, dass ich ein Wettrennen fahren muss mit dem Fahrrad. Gut, alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.